zunächst mal erfreulicherweise, glaube ich, haben wir eine unwahrscheinliche Dynamisierung des Beteiligungsmarktes in Deutschland erlebt. Auch gerade jetzt mit den Rekordwerten, die da in den letzten Jahren investiert wurden. Ich persönlich erlebe Beteiligungskapital und den Markt eigentlich aus zwei Perspektiven. Einmal über den BVK und zum anderen natürlich über meine eigene Gesellschaft. Der BVK hat mir gezeigt, wie unwahrscheinlich vielfältig die handelnden Akteure sind und wie breit diese Branche aufgestellt ist. Und das wiederum ist sehr befruchtend für unser eigenes Unternehmen. Ganz grundsätzlich glaube ich, dass Beteiligungskapital eine sehr, sehr große Rolle auch bei uns in Deutschland spielt, wenngleich unser Markt natürlich kleiner ist als zum Beispiel der US-Markt oder die asiatischen Märkte. Aber in Deutschland ist es eben Befähigungskapital und wird aus meiner Sicht auch sehr stark gerade den mittelständischen Strukturen gerecht. Also wir haben ja diese Nachfolgeproblematik und das ist eben so ein bisschen meine Mission und mein Ziel, immer wieder bewusst zu machen, dass Beteiligungsgesellschaften eben auch die Lösung dieses Nachfolgeproblems für viele Unternehmer darstellen können. Da haben uns so einige Diskussionen in der Vergangenheit nicht gut getan. Im Image, also ich sag mal, das berühmte Interview von 2005 und die viel zitierte Heuschreckenkampagne. Und deshalb finde ich zum Beispiel auch gut, dass der BVK immer darauf hingearbeitet hat, dieses Image zu korrigieren und eben klarzumachen, dass es Beteiligungsgesellschaften sehr wohl um langfristige Wertsteigerung von Unternehmen geht, was den Unternehmen selbst ja zugutekommt. Und das sehen wir ja auch, ja, eben durch die deutlich höheren Beschäftigtenzuwachsraten in diesen Unternehmen, durch den höheren Internationalisierungsgrad, den die Unternehmen haben, das stärkere Umsatzwachstum, die bessere Eigenkapitalausstattung. Und so, insofern bleibe ich dabei, Beteiligungskapital ist Befähigungskapital, ist Möglichmacher für geglückte Nachfolgeregelungen und natürlich auch dafür, eben junge Unternehmen und neue Technologien in die Märkte zu bringen. Momentan glaube ich, dass wir eine gewisse Überhitzung im Markt haben, was eben dazu führt, dass viele veräußerungswillige Unternehmer oder auch junge Unternehmer, die Beteiligungskapital einsammeln, mitunter etwas überzogene Vorstellungen haben von dem, was ihr Unternehmen oder eine Beteiligung an diesem Unternehmen wert ist. Und das wird über kurz oder lang dann bei denen, die Investitionsdruck haben, zur Ernüchterung führen. Und ich hoffe eben nicht zu großen Verwerfungen an diesem Markt. Also wir als Abacus Alpha sind da sehr langfristig orientiert und aufgestellt mit einem sehr langen Atem. Das haben wir uns auf die Fahnen geschrieben. Deshalb sind wir im Moment vielleicht in dieser Preissituation, die wir nun mal haben, ein bisschen zurückhaltender mit neuen Investments und begleiten eben unsere schon eingegangenen Beteiligungen. Aber im Großen und Ganzen bin ich da zumindest für den deutschen Beteiligungsmarkt sehr zuversichtlich.